So, dann legen wir mal den Diamanten raus. Und es ist gerade Tag geworden. Legen wir mal den Diamanten raus, weil wir ihn jetzt nicht benötigen. Und der zu wertvoll ist, dass wir jetzt sterben. Ah, nein, wir sollten jetzt upgraden gehen. Richtig, wir gehen jetzt upgraden. Und danach der Rest. So viele haben wir eigentlich? 29, 30 haben wir. Legen wir mal Schwarzpulver und so raus. Wollen wir jetzt gerade gar nicht. Zack. Oh, wir haben schon zu viel. Faden, das haben wir zu viel. Knochen haben wir auch. Ne, Knochen haben wir noch nicht zu viel. So. Ah, wir haben hier schon ein paar Knochen gestapelt. Nehmen wir die mal raus und legen die mal hier rein. So. Aber wir haben hier noch nicht 64 Knochen hier da oben. So, wir haben Schleimbälle. 12 Stück. Yeah. Nicht schlecht. Kohle haben wir 2 Stück. Können wir auch noch rauslegen. Gold. Gold, auch ganz wichtig. Legen wir mal hier rein. Wir haben schon 4. Kohle. Hier rein. So, Pfeile. Pfeile bräuchten wir auch nicht. So. Dann gehen wir einmal upgraden. Top, 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 top. Kurz mal was futtern und danach sofort upgraden gehen. Ah, da ist ein Hühnchen. Zum Glück gibt es nicht mehr so viele Hühnchen, weil wir keine mehr fortpflanzen und die sich dann nicht durch die Wand buggen können. Mann, die Bugs hier in Minecraft sind echt real. Und beheben will sie irgendwie keiner. Das ist echt blöd. Sollte niemand machen. Aber nein, Hauptsache, solange die Leute spielen, also Minecraft spielen, müssen wir ja nichts machen. Ist ja alles okay dann, ja, ja. Ja, 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 ja. Top, 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 komm, da müssen gute Upgrades sein. Auf jeden Fall, letztes Mal, wo wir da waren, waren schlechte Upgrades da. Und da müssen wir, denke ich, ein paar Mal schlechte Upgrades nehmen. Und, also, ja, mehr oder weniger schlechte, jedes Upgrade ist gut. Das sind die Bücher. Könnten uns auch noch neu. Oh, wir brauchen auch noch ein bisschen hier. Lapis Lazuli. Klatsch. Buch. So, was haben wir denn hier so schönes? Das ist jetzt 3. Schrott, Schrott, Schrott. Nehmen wir das billigste hier. So, Schusssicher 1. Nehmen wir das Buch ein. Stärke 4. Was Stärke das Stärkste? Stärke 4. Ah, nee. Ach, Stärke 4 ist für den Bogen. Okay, der Bogen ist schon maximal stark. Verbrennung 1 hat der Bogen Verbrennung. Flamme 1, Verbrennung 2. Oh nee, dann ist das auch blöd. Stärke 4 ist maximal, brauchen wir aber nicht. Wir haben schon einen super Bogen. Das heißt, wir nehmen mal Effizienz 1, das billigste Upgrade. Eigentlich könnten wir auch hier unsere Werkzeuge upgraden. Wäre auch eine nicht schlechte Idee. Wir würden genauso viel verbrauchen. Oh. Ach, hier können wir sofort Haltbarkeiten so reinhauen. Wenn wir den reinpacken. Stärke, 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 Haltbarkeit, Haltbarkeit. Aha, interessant. Wenn wir hier das hier reinpacken. Probieren wir mal aus, also welche Upgrades gab es hier? Effizienz, Effizienz, Stärke, so. Ah ne, warte mal. Effizienz, Verbrennung, Stärke, so. Wenn wir das hier jetzt reinpacken, haben wir dann Haltbarkeit, nehmen wir mal Haltbarkeit 1, das billigste. Damit wir so viel wie möglich upgraden können. Wenn wir das hier jetzt reinpacken. Oh, andere Upgrades, gut, gut, gut. Effizienz, Effizienz, brauchen wir nicht. Nehmen wir das der Gliederfüße, ist blöd. Packen wir mal die Schaufel rein. Oh, das hat eine Effizienz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal das hier, zack. Nehmen wir das Buch ein. Was hat es jetzt? Boah, was sind das für Upgrades? Aber Rückstoß 2 ist eigentlich nicht schlecht. Der Bogen hat noch keinen Rückstoß. Ich denke, den Bogen kann ich noch Rückstoß reinpacken. Bin ich mir aber gar nicht sicher, ob dem Mann dem das reinpacken kann. Das wäre aber, denke ich, eine nicht schlechte Idee für den Bogen. Also Rückstoß reinzupacken. Ich denke, ich nehme mal Rückstoß hier, das hier. Glitch. Und Köder 2, was? Okay, das war jetzt mit dem Köder, war natürlich nicht das beste Upgrade. So, Atmung 1, wir haben nämlich bessere Atmung, wir haben nämlich Atmung 2 oder so. Aber man kann nur Atmung 3, das Beste. Ich denke, Atmung 3 ist das Beste. So, Effizienz 4 ist das Beste. Wir haben Effizienz 4 eh schon, brauchen wir also nicht. Haben wir eigentlich Effizienz 4 da oben bei den ganzen Büchern? Haben wir eigentlich die Bücher rüber transportiert? Oder liegen sie immer noch hier alle im Höhlenhäuschen? Kann ja auch noch sein. Checken wir mal kurz ab. Top, 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 top. Ne, haben wir immer noch. Haben wir Effizienz 4? Wir haben noch zweimal Effizienz 4. Das heißt, Effizienz 4 brauchen wir nicht. Das heißt, wir holen uns was anderes, was wir mehr brauchen. Da unten ist eigentlich ein Monster. Kann auch sein. Ah, richtig, wir müssten mal da unten endlich bei dem
Portal, da eigentlich aus Steinziegeln alles bauen, gehen wir gleich runter. Hoffentlich, vergesse ich es nicht. So, ein Buch rein. Nehmen wir mal das hier, Bahn 1. Du, was kannst du jetzt anbieten? Schärfe 3, wir haben eh schon Schärfe 4. Nehmen Sie es der Gliederfüßer 3, Schrott, Stärke 1, braucht keiner. Ah, nee, Schlag 1, das ist weg. Schubsen, Schubs, oh Mann, der Rückschuss war vollkommen unnötig. Aber wir haben jetzt Köder 2 da. So, Stärke 1. Ich weiß nicht, was das beste Köder-Ding ist. Atmung 3, oh, Atmung 3, das beste Atmung. Aber wir haben ja schon Atmung 3, das heißt, wir benötigen das gar nicht. Schusssicher 2. Was haben wir eigentlich für einen Schusssicher? Wir brauchen Haltbarkeit eigentlich, Haltbarkeit 3. Und zwar für die Spitzhacke bräuchten wir Haltbarkeit 3. Für Hose Haltbarkeit 2. Was bräuchten wir? Feuerschutz, Schusssicher, Schutz. Das heißt, wir brauchen Explosionsschutz. Explosionsschutz wäre das Beste, was wir jetzt benötigen könnten. Nehmen wir einfach mal Schusssicher 2. Flamme 1, geil, für den Bogen. Ah, haben wir schon. Wir haben ja schon alles. Alles, was man sich hier so besorgen kann, haben wir ja schon. Mein Gott. Wir sind eine richtige Bosse hier, ja, ja. So, nehmen wir mal einfach mal das hier. Rückschuss 2 brauchen wir nicht. Federfall 1. Was haben wir denn eigentlich für einen Federfall? Federfall 4. Upsi, dupsi. Wir haben viel besser. So, Federfall 1, Schusssicher 1, alles Schrott. Was sind das für Upgrades? Bitte, Leute, sagt's mir. Mein Gott! Stärke 3, Schärfe 2, Stärke 3, wir haben Stärke 4. Effizienz 1, so nehmen wir das auch mal. So, werfen wir mal raus. Was sind das für Upgrades? Mein Gott! Komm, aber wir haben keine Bücher mehr. Um nachzuchecken, was wir denn jetzt für Upgrades haben. Wir craften uns einfach mal ein paar Bücher. Brauche ich mal weiteres Papier. Plop. Ta, 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 ta. So, und dann brauche ich mir noch das hier. Dann machen wir mal ein paar Bücher. Wop. Das sind nur 12 Stück. Wir bräuchten unbedingt wieder weiteres Papier, beziehungsweise Bambusrohr. Packen wir mal das hier so rein. Zack. Naja, wisst ihr, was wir jetzt erstmal machen? Wir bringen erstmal alle verzauberten Bücher weg und sortieren sie. Danach kommen wir wieder. Und dann sammeln wir alles auf und machen noch ein paar Bücher upgraden. Also mit Level 1 können wir ja immer noch weiter upgraden. Und dann weiter abchecken, was denn da für Upgrades dann kommen. So, für Effizienz 1. Weil wir müssen jetzt ein gutes Stufe 3 upgraden. Uns holen so Rückschuss 2. Ja, das kommt dahin. Schusssicher 1. Das kommt nach oben. Stärke, komm mal hier. Bahn 1 auch noch hier. Schusssicher 2 nach oben. Was haben wir eigentlich hier? Alles voll die blöden Upgrades. Schusssicher 1 nach oben. Schusssicher 1, boah, wie wir davon haben. Schärfe 1. Das war's auch. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Bücher. Trotzdem mein Level schon verbraten. Geht schnell. Wir könnten uns ja die Angel upgraden, aber Angeln finde ich nicht so prickelnd interesting. Ja? Da muss man mal rumstehen und einfach angeln. Und auch angeln im Real Life irgendwie nicht so prickelnd, ja. Da zocke ich doch lieber Minecraft. Oder angel hier, weil hier geht das Angeln schneller. So, Rückschuss 1, Glück 3. Brauchen wir... Oh, Glück 3, warte mal. Glück 3. Das ist das beste Glück. Das wäre ein echt gutes Upgrade. Ich denke Glück 3, die Axt hat Glück 3. Ich denke Glück 3 für die Diamantspitzhacke wäre echt bossig. Ich denke, das sollten wir uns snacken. Das sollten wir uns snacken. Das ist echt ein gutes Upgrade. Leder raus. Bambus raus. Und dann könnten wir auch... ah ja, wir wollten ja Dingens bauen. Das Höllenportal. Wir sollten uns auf jeden Fall Glück 3 nochmal nehmen für die Diamantspitzhacke. Das wäre ein echt gutes Upgrade. Wer ist hier? Hier ist niemand. Doch, keine Pigments. Ich habe gedacht, hier ist so ein Höllenpigment oder wie die heißen. Oder einfach nur Pigment. Habe ich schon gedacht, dass hier ist, weil ich habe irgendwie so einen Zombie rufen hören. So, wir haben jetzt Effizienz 1 schon. Ah, ne, Haltbarkeit 1 haben wir drauf. Oh. Zack, zack, zack.
Lalala, jetzt hältst du länger, die Spitzhacke. Schade, dass sie nur schon halb kaputt war, als wir sie uns geholt haben. Das ist natürlich blöd. Aber was soll's. So, dann machen wir mal hier einen Bogen rein. Sollten wir eigentlich auch alles aus dem gleichen Stein machen? Ja, komm, alles aus dem gleichen Stein ist ja nicht so schlimm. Woher kommt... Hier kommt eigentlich das Licht von nirgendwo her, nur von dort aus. Das ist natürlich nicht so toll, aber... Ja. Das geht raus, das geht raus. Machen wir erstmal den Boden. Erstmal den Boden. Wird gemacht. Danach müssten wir diese Wand hier machen. Weil wir... Ich weiß nicht, ob wir genug dieser Steine haben. Oh, da ist ja schon... Glowstone. So, boah, das Portal. Jetzt am machen, ja. Hört sich auf jeden Fall nicht so berauschend an, ja. So. Dann müssten wir diese linke Wand erstmal machen. Lalalala. Erstmal die linke Wand. Danach dahinter die Wand. Die da. Und danach die Decke. Erstmal, so, wir gehen so systematisch vor. Zack, wir sollten noch ein paar Steinchen haben. Ah, die werden, denke ich mal, nicht ausreichen. Das ist natürlich blöd. So. Dann sollten wir diese Seite hier machen. So, okay. Schade, für die Decke reicht das, denke ich nicht. Da müssen wir später noch irgendwann mal hier wieder zurückkehren und das machen. Die Wand hier. Zack, zack. Ich überlege, vielleicht sollten wir es aus Netherrack machen. Damit sich die ganzen Monster, die hier rüberkommen, wohlfühlen in unserer Welt. Aber nee, nee. So lieb sind wir wie du auch nicht. So ganz so gastfreundlich gegenüber den Monstern, die uns dann töten wollen. Beziehungsweise Pigmans, die hier so rüberkommen, sind eigentlich nicht böse. Die wollen uns eigentlich nicht töten. Aber wenn man sie angreift, dann natürlich. So, okay, dann noch die Decke und da die rechte Wand. Fehlt noch ein bisschen, aber das machen wir dann irgendwann mal später. Irgendwann mal machen wir das schon. Vielleicht wieder mal in 10 Jahren. Wie wir das jetzt hier gemacht haben in 10 Jahren. Und so, wir haben schon ein bisschen Bruchstein gesammelt wieder. Eisen haben wir jetzt nicht so viel. Dann gehen wir, denke ich, zurück und danach sollten wir... Dingens. Das mit den Glowstone, Redstone-Lampen mal irgendwie was ausprobieren, wie wir das denn genau da machen könnten. Weil so leicht wird das wiederum auch nicht. Also, das wird dann schon Luxus sein, die Redstone-Lampen, aber ein nötiger Luxus, damit wir auch was sehen können und so. Weil ich denke, von Glowstone-Lampen, von der Beleuchtung, die dort von der Decke aus herabscheinen wird, von der werden dann, denke ich mal, die Monster nicht verbrennen, ja. Also so hell ist es wiederum auch nicht. Und dann sollte ja alles okay sein. So, oh scheiße. Da ist ein bisschen Schwert. Flop. Flop. Ja, im Regen ist es natürlich blöd. Dann hören auf die Zombies an. Ja, dann hören die Zombies auf zu brennen. Das ist natürlich immer blöd. So, hier sind keine Monster. Wir könnten die Schafwortpflanze machen. Wir denke ich aber jetzt auch mal. Schafi, kommt her, meine Süßen. Ja, da, boah, wir haben schon ganz oben ein blödes Huhn. Wir brauchen einen Bogen. Um nur das Huhn. Nein! Ich will nur das Huhn! Leute! Das Huhn versteckt sich! Es ist auch weiß! Ah! Nur das Huhn erledigt! Tada! So, jetzt ist ja auch kein Huhn mehr. Super! Ah ne, schade, dass das XP da nicht reinfällt. Und wir das dann nicht einsammeln können. Hallo, hallo, hallo! Lala! Upsi, dupsi! Lala! Also beim Schafen natürlich nicht so easy, einfach nur herumzuklicken. Weil, die haben da unten Trichter. Damit, falls man sie abschert, dass dann alles reinfällt. Nee, aber andere Tiere haben doch... Ah, nee, die haben Trichter unter so Half-Slabs. Bei denen ist es ganz viel einfacher bei den anderen Tieren. Ja, und wir müssen auch dann irgendwann mal noch ein weiteres Gehege machen für Hasen. Und die Hasen müssen wir dann besorgen mit der Leine. Ich hoffe doch, Hasen kann man an Leine ranpacken. Was ich mir... Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das dann auch überhaupt funktioniert. Hasen alleine. Habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Bestimmt sollte das irgendwie gehen. So, okay. Ja, ja. Da bin ich noch. Hallo. So, das sollte aber auch reichen fürs Erste. Da gibt mir mal das ganze XP. Das war's, so wenig. Okay, wir haben noch ganz wenige Schafe. So, wir sollten jetzt ganz schnell schlafen gehen, bevor... Damit der Regen verschwindet. So, wir nehmen das alles mit. Erstmal kurz ein Hühnchen hier.
Nom, 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 nom. Ei raus. Muss kein Hühner spawnen. Federn raus. Wo sind hier die Hühnersachen? Hier sollten die sein. Hühnersachen. Boah, wir haben aber richtig viele Federn. Richtig viele Federn. Richtig viele rohe Hühnchen. Auch jede Menge. So, dann sollten wir auch kurz mal futtern. Kurz ein Abendessen zu sich nehmen und jetzt mal schlafen gehen. Aber ganz dalli. Damit der Regen auch verschwindet. Weil Regen finde ich auch nicht so berauschend. Weil er dann immer so laut ist und es dann auch immer, ja, ruckelt halt.